Wenn wir jetzt in Deutschland Energiewende machen und wir zeigen quasi, dass die Energiewende zu teuer ist, dann werden weltweit andere Länder sagen, wenn die Deutschen das schon nicht hinbekommen, dann machen wir das erst recht nicht. Also sind wir dazu verdammt, dass wir, wenn wir die Energiewende machen, dass sie wirtschaftlich sein muss, dass es technisch stabil und lauffähig ist. Denn nur dann können wir als gutes Beispiel diese Technologien exportieren, wir werden Nachahmer finden und erst dann wird sich so etwas weltweit durchsetzen, weil letztendlich nur wenn die Energiewende sich weltweit wirklich durchsetzt, werden fossile Energieträger in der Erde bleiben. Ja, also wenn man sich anschaut, wie Menschen mit Strom, mit elektrischer Energie umgehen, dann ist es, ja, sagen wir mal, relativ unbedarft und unbesorgt. Der Strom kommt immer aus der Steckdose, man kann ihn verwenden und er ist nach wie vor eigentlich vergleichsweise günstig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im elektrischen Bereich einen hohen Komfortbedarf. Wir haben zusätzliche Computer, Häuser bekommen teilweise sogar Klimaanlagen und so weiter, sodass der elektrische Energiebedarf steigt. Und natürlich weiterhin dann eben die Kosten steigen, die Erneuerbaren mit ihren Schwankungen hinzukommen. Und dann kommen eigentlich die zukünftigen Prozesse, dass der Strom eben nicht mehr zu jeder Stunde gleich teuer ist. Und das bedeutet natürlich, man muss den Bürgern irgendwo nahelegen, der Strom ist abhängig vom Erzeugungszeitpunkt. Und das bedeutet natürlich, der Bürger muss ein Stück geschult werden, dass er irgendwo mit diesem Umgang ein bisschen bewusster umgeht, um damit dann auch kosteneffizienter umzugehen, insgesamt damit natürlich Erneuerbare besser nutzen kann. Ja, wie kann man das schaffen? Man kann natürlich dann durch Messtechnik, durch Automatisierung, durch Informationen in den Haushalten so etwas ein Stück weit auch dann präsent und prägnant machen, dass Bürger sich auch dann ja quasi als mündige Bürger fühlen und sehen, was dort in dem System passiert. Also im Bereich der Smartphone-Anwendungen, mit denen man dann auch Haushalte steuert, Energie überwacht oder ähnliches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das im großen Stil durchsetzt. Ich glaube, da gibt es viele schönere Anwendungen im Bereich der Kommunikation, mit Freunden kommunizieren etc., als permanent nur auf seinen Energieverbrauch zu schauen. Aber für bestimmte Kunden wird auch das in Frage kommen. Ich bin Christian Rethans von der Technischen Universität Dortmund und leite dort das Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft.